Macht dich eine Sonnenbrille wirklich attraktiver? Die Antwort, ja, das tut sie. Und das hat mehrere Gründe. Nummer 1. Wenn du eine Brille gefunden hast, die du magst, dann wirst du die mit aller Wahrscheinlichkeit mit Selbstbewusstsein tragen. Und dieses hohe Selbstwertgefühl, das dir die Brille geben kann, das macht dich nun mal zwangsläufig attraktiv. Deshalb, egal was du tust, tust du es selbstbewusst, kannst du eigentlich nicht unattraktiv wirken. Zweitens, sie gleicht Dysbalancen aus und sie macht dein Gesicht symmetrischer. Symmetrie ist ein Zeichen von Gesundheit. X-fach durch Studien belegt, machen uns harmonische Proportionen attraktiver. Und da niemand ein vollständig symmetrisches Gesicht hat, hilft die Brille dabei, es symmetrisch erscheinen zu lassen. Drittens, die Brille versteckt deine Emotionen und sie lässt dich mysteriös wirken. Pokerspieler zum Beispiel tragen ja oft Sonnenbrillen, sodass niemand weiß, was in ihnen vorgeht. Beim Gegenüber, besonders bei Frauen, löst das Mysteriöse in einem Mann unweigerlich Faszination aus. Sehr emotionale Männer, die wirken einfach unattraktiver. Ich habe hierzu auch schon ein Video gemacht, guck dir das an. Viertens, Macht und Autorität. Ähnlich wie beim Punkt zuvor, kann dir die Sonnenbrille ein Stück weit Status verleihen. Es kommt nicht von ungefähr, dass man oft Polizisten, Bodyguards oder Leute beim Militär mit einer Sonnenbrille sieht. Die Pilotenbrille ist hier ja das beste Beispiel. Fünftens, der Hollywood-Faktor. Wenn du eine Fliegerbrille siehst, dann denkst du vielleicht automatisch an Top Gun. Siehst du Wayfarers, kommt dir eventuell Jack Nicholson in den Sinn. Bruce Willis trägt gerne Clubmasters und so weiter. Der Modeaspekt und das, was als cool transportiert wird, das hat ohne Zweifel seinen Einfluss. Sechstens, die Brille soll Falten vermindern können. Ich formuliere es bewusst so, denn der Punkt ist umstritten. Aber schlüssig ist es schon, wenn du nämlich in sonnenreichen Gegenden bist, viel im Sommer im Freien unterwegs bist, dann blinzelst du natürlich auch mehr, wodurch sich Falten bilden. Wenn du also mit 45 oder 50 nicht wie eine Rosine aussehen willst, dann kann dich die Brille davor schützen.